Howdy ho, hier ist wieder Aquifel. Und ja, ich hatte es ja versprochen, ich mache auch mit dem Bond-Film weiter. Jetzt waren erstmal ein paar aktuellere Sachen mit drin, weil die sind halt auch momentan aktuell und nicht unbedingt in einem halben Jahr oder so. Gut, wie gesagt, es geht weiter mit dem Bond-Film und ja, der sechste Bond-Film im Geheimdienst ihrer Majestät oder halt im englischen Original Honor Majesty's Secret Service war natürlich ein bisschen ein ziemlicher Bruch mit dem bisherigen Bond-Film. Erstmal natürlich, weil Sean Connery halt auch keine Lust mehr auf die Rolle hatte. Beziehungsweise ich weiß die Details gerade gar nicht so genau und Himmlergott googeln können zur Not alle. Das muss nicht ich für euch tun. Irgendwie welche Dispute gab es da und dementsprechend stand Connery hier nicht mehr zur Verfügung. Das, wer jetzt nicht lügen, australische Model George Lazenby wurde dann halt als Ersatz für ihn geholt. Etwas, was auch heute oft noch auf Kritik stößt. Da sind wir mal ehrlich, wenn wir uns die ganzen Bonds mal angucken. Tut mir leid. Wenn man sich die ganzen Bonds mal anguckt. Connery ist das Raubein. Dings ist der Schambolzen, Roger Moore. Die beiden buhlen sich ja immer um den beliebtesten Bond bei den Fans. Timothy Dalton, ja, war eher so ein bisschen der smoothe Actionheld. Daniel Craig, auch nicht unumstritten unter vielen Fans, ist eher der kernige, ja, moderne Bond. Erdig, kernig, rau, nicht mehr wirklich der britische Gentleman, aber gut. Und ja, Pierce Brosnan, der war so ein bisschen eine Mischung aus allem. Hatte einerseits ein bisschen, hat schon ein bisschen ja, was Animalisches, Männliches an sich gehabt. War einerseits, glaube ich, auch ein guter Schambolzen, andererseits hat er als Actionheld auch gut funktioniert. In keinem Bereich der Beste gewesen, aber in allen ganz gut. Und dann haben wir hier Lazenby. Ja, Lazenby musste sicherlich auch viel Kritik einstecken, weil er halt gerade nach Raubein, sehe ich fast George Clooney gesagt, nach Raubein Sean Connery, natürlich ein bisschen abfällt. Aber gut. Und der zweite Stilbruch ist natürlich auch in der Natur des Ganzen bedingt, aber... Kommen wir erstmal zur groben Handlung. Bond soll sich an die Tochter von jemandem, Gangsterboss, wohl auch mit Adelshintergrund so ein Stück weit ranschmeißen, damit er über die Tochter an den Vater rankommt und dadurch Informationen erhält, wo Blofeld sich aufhält und was der jetzt wieder planen könnte. Denn sind wir ehrlich, Blofeld, Chef der Organisation Spectre oder Phantom, wie es früher oft genannt wurde, nicht ganz ungefährlich und halt auch der Erzfeind von Bond quasi, ist von der Chronologie her ein bisschen, ja, der erste Bond-Film, da hieß Phantom noch ganz anders, aber die weiteren, die bauten immer auf, dass irgendwelche anderen hochrangigen, ich nenne es mal Offiziere, von Spectre besiegt wurden oder der Chaos gemacht wurde, bevor man in You Only Live Twice endlich Blofeld, damals großartig verkörpert von Donald Pleasance, eben den Chaos machen konnte. Jetzt ist Blofeld zurück und kriegt man im Laufe des Films mit, offenkundig kennen er und Bond sich auch noch gar nicht. Es ist von der Chronologie natürlich damals ein bisschen verwirrt gewesen für einige Menschen. Und naja, wie gesagt, Bond schafft es natürlich, sich bei der Tochter, ich sag mal, sich ihr ins Höschen zu reden, blöd gesagt. Doch das ist ziemlich schnell offenkundig, dass das gar nicht so dieses klassische Bond, er verführt die Frau und ha, ne, er ist halt der coole Macker und sie erliegt ihm vollkommen. Nein, wir haben hier eine etwas zerbrechliche, eigenwillige Schönheit, gespielt von Diana Rigg. Und ja, Diana Rigg kennt man ja auch aus mit Schirmscham und Melone. Absolut klasse Wahl für das Bond-Girl gewesen damals. Sie verkörpert das herausragend, sieht natürlich auch gut aus und ist dann halt auch ein bisschen anders als viele andere Bond-Girls, weil sie halt nicht einfach nur ein Bond-Girl ist, sondern Bond sich wirklich in sie verliebt. Und dementsprechend ist natürlich ein ganzer Teil des Films so ein bisschen die Romanze, dieses, was sich da zwischen den beiden anbandelt, bevor es dann wirklich weitergeht mit der Mission oder dem eigentlichen Ziel, dann schleust sich Bond nämlich in dieses Alpenresort von Blofeld ein, wo er mit seiner rechten Hand Irma Bund seinen teuflischen Plan verwirklichen möchte. Es ist, sind wir eigentlich ein bisschen obskur. Er will ja über wirtschaftliche Erpressung und ähnliches und die Frauen, es ist angeblich gegen Allergien und so, soll diese Therapie da oben helfen.
Letztendlich will er sich die Frauen von irgendwelchen mächtigen Leuten ein Stück weit gefügig machen, dass die halt seinen Willen durchführen, ohne dass sie sich wirklich erinnern können, woher das jetzt eigentlich kam. Und Spectre dann natürlich alle Karten und alle Trümpfe in der Hand hat. Und Bond will dem natürlich einen Strich durch die Rechnung machen. Naja, aber wie gesagt, der erste Teil des Films ist dann halt wirklich diese Romanze, was ehrlich gesagt gut klappt. Und dafür ist Lazenby eigentlich auch recht gut geeignet. Er macht das gut, Rick macht das hervorragend, Desmond Llewelyn und die ganzen anderen Leute, die wir natürlich schon aus dem Umfeld von Bond kennen, sind gewohnt gut, auch wenn sie hier ein Stück weit zurücktreten. Nun ja, nach der Liebesgeschichte, die so gut funktioniert, sobald Bond undercover halt in dieser Festung, nenne ich es jetzt mal, in diesem alten Ressort von Blofeld ist, da wird es ein bisschen kritisch, da Lazenby diesen Playboy, auch wenn Bond da in eine Rolle schlüpft, dieses Playboy-artige spielt da schon ein bisschen so eine Rolle mit. Deswegen wird er letzten Endes auch mit enttarnt, unter anderem. Aber sind wir ehrlich, das passt nicht. Das passt nicht ganz, was Lazenby da macht. Nicht mal, weil er jetzt schlecht ist, sondern ihm fehlt es einfach auch an der Schauspielerfahrung. Und dadurch wirkt das ein bisschen, ich nenne es mal clunky, ein bisschen ungelenk. Weil wo Connery das natürliche Charisma hatte, dass man glaubt, hey, wenn er zu einer Frau hingeht und damit Frauen ein bisschen rumschäkert, dass sie auf ihn stehen, passt schon. Ja, und hier in diesem, ich sag mal, Harem-Ausmaße, umgeben von vielen schönen Frauen, und nicht nur einer, wo dann die Emotionen ins Spiel kommen, sondern von vielen schönen Frauen, mit denen er so ein bisschen weit spielen muss, sich da ein bisschen vortasten muss, da wirkt Lazenby halt wirklich etwas ungelenk, etwas, ja, nicht ganz so überzeugend. Und der Teil ist dann halt auch ein bisschen unfreiwillig komisch. Es liegt auch nicht nur an Lazenby, es liegt auch nicht an Telly Savalas, der natürlich nicht so ein herausragender Blofeld ist wie Donald Pleasence, aber die Sache auch ganz gut macht. Auch den Look natürlich trifft, halt ohne die Narben und ähnliches, was Pleasence halt hatte dann. Aber dieser ganze Part wirkt nicht wirklich schlecht, aber so ein bisschen trashig. Ne, Trash in Bond-Filmen, da kommen wir später bei Moonraker nochmal zu. Das ist... Oh, wow. Na, aber wie gesagt, es wirkt halt ein bisschen dubios. Es ist nicht so... Das Bond, oder es ist schon ein bisschen in die Richtung Bond, wie wir es auch kennen, aber es wirkt halt nicht mehr so überzeugend hier mit Lazenby. Wie gesagt, wahrscheinlich auch ein bisschen plump geschrieben. Na gut, danach geht es dann halt auch wieder weiter mit den klassischen Bond, wie wir ihn lieben, mit den Action-Sequenzen. Sobald Bond aufgeflogen ist, geht es dann nämlich actionmäßig in die Vollen. Und ja, sind wir mal ganz ehrlich. Die Verfolgungsjagd auf den Skiern mit der Lawine im Hintergrund, das absolut klasse gemacht. Klar, heutzutage sieht man häufiger spektakulärere Sachen, aber für die damalige Zeit absolut fantastisch und auch wirkt, das wirkt auch heute auch noch super. Autoverfolgungsjagd, Schießereien, wir haben da eine ganze Menge wirklich, wirklich guter Bond-Action und ja, kann man sagen, was man möchte. Da hat der Film eigentlich all das, was man erwartet. Wie gesagt, ich weiche hier auch bewusst ein bisschen vom klassischen Schema ab, nach Motto, ne, wie ist die Titelmelodie? Titelmelodie hier, Honor Majesty's Secret Service von John Barry, eigentlich nur ein instrumentales Theme, aber wirklich einprägsam und wirklich awesome. Es taucht immer wieder im Film auf und es hat was sehr Hypnotisches, Bedrohliches, fast schon düster Melancholisches, was da mitschwingt. Das passt daher perfekt zum Film. Und andere Songs, ja, ganz bekannt natürlich denn das We Have All the Time in the World, was in Anbetracht des Endes ein bisschen, ja, böse wirkt, ein bisschen zynisch. Naja, auch aber natürlich ein schöner Song, der auch wunderbar ja, so passt zu dieser Beziehung zwischen Bond und Tracy. Deswegen, also Diana Rigg macht ihre Sache klasse. Savalas macht es gut, Lazenby, außer im Mittelteil, macht es auch gut. Eigentlich, wie gesagt, ein Bond-Film, der absolut alles richtig macht, außer diesen Part in der Mitte.
Ich würde trotzdem ihn ohne Frage zu den stärksten Bond-Filmen zählen, auch wenn mir viele da wahrscheinlich eher widersprechen würden. Denn er ist halt ein bisschen anders. Wir haben es wirklich, dass Bond nicht einfach nur ein Weiberheld ist, sondern dass Bond hier wirklich eine echte Emotion hat. Und nicht, sag ich mal, das Mädel der Woche, das er jetzt flachlegt, oder das Mädel des Films halt. Ne? Sondern dass er hier ein bisschen was Ernsteres ist. Und dadurch natürlich auch ein Stück weit mehr ja, Tiefe in der Beziehung ist und ein Stück weit mehr auf dem Spiel steht. Lassen wir als Bond, wie gesagt, er ist halt nicht so der Playboy-Typ, den Rest verkörpert er eigentlich ziemlich gut. Die Action-Szenen sind klasse, nicht ganz so gadgetreich, wie man das teilweise sonst kennt. Einfach liegt in der Natur der Dinge, auch in der Story, dass weniger Gadgets vorkommen, all die Action-Szenen auch ohne das coole Idee-Brimborium, nenne ich es jetzt mal. Ne, dass hier in der Uhr das drin ist und hier in dem Stift das drin ist. Das braucht der Film an der Stelle gar nicht für die Action-Szenen. Wie gesagt, für die damalige Zeit spektakulär, auch sehr viel Action. Und dann natürlich noch das Ende, was dann wirklich ja mal so einen ganz starken Kontrast zu den anderen Bond-Filmen darstellt. Einfach, weil es mal kein Happy End gibt. Also auch nicht ein kurzfristiges Happy End. Es ist wirklich, ja... Man könnte sagen, Blofeld hat es auf jeden Fall geschafft, dass Bond ihn definitiv nicht mehr mag. Nett gesagt. Na, von daher, wie gesagt, tolle Musik, tolle Action, auch mit der Liebesgeschichte, halt, die weit über das hinausgeht, was sonst immer nur an Schickereien, sag ich mal, zwischen Bond und dem Bond-Girl vorgeht. Recht spezieller Bond, aber auch ein wirklich guter. Und das Einzige, was jetzt hier ihn davon ein Stück weit abhält, wirklich in der absoluten Spitze zu stehen, ist, dass das im Mittelteil wirklich das Writing ein bisschen shady ist, ein bisschen gurkig rüberkommt und vielleicht auch ein Connery hätte das komisch Geschriebene noch ein Stück weit retten können, Lazenby leider nicht. Aber trotzdem, einer der absoluten Top-Bonds für mich. Und ich würde jedem, der auch jetzt nicht immer nur das Formelhafte von einem Bond-Film erwartet, sondern auch ein bisschen mehr mal sehen möchte, würde ich den Film definitiv von den älteren Bonds am meisten empfehlen, weil er halt wirklich dieses Schema, diese Formel, die aufgestellt wurde, ein Stück weit auch ignoriert und ein bisschen, ja, wie sagen wir, mehr ans Herz geht ja, als die anderen Bond-Filme. Egal, wenn ihr mehr von solchen Reviews sehen wollt, abonniert meinen Kanal, schaut auch in die anderen Videos rein, liked das Video und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ich euch das nächste Mal hier wieder begrüßen kann, diesmal vielleicht nicht ganz so erkältet, wie ich es jetzt bin. Also, bis zum nächsten Mal.